Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen bei The Elder Scrolls Skyrim. Ich weiß, ich hatte eigentlich schon mal ein Let's Play angefangen, aber aufgrund mangelnden Feedbacks habe ich das dann irgendwie wieder sausen lassen. Aber derzeit habe ich wieder tierisch Bock drauf bekommen, weil ich angefangen habe, ein bisschen mit diversen Modifikationen rumzudillern. Und jo, entsprechend starte ich hier mal wieder ein Let's Play. Und wir schauen mal, wie es sich so spielen wird. Und eins ist jedenfalls Fakt. Wir haben, ja, einige neue Rassen am Start. Und schauen wir einfach erstmal rein hier. Neues Spiel starten. Yeah, los geht's. Wie gesagt, einige neue Rassen am Start. Teilweise auch etwas misslungene. Da sich da verschiedene Modifikationen etwas überschneiden. Deswegen, ja, haben wir von einigen Rassen zwar die Körper, aber nicht die passenden Köpfe dazu. Und ist halt ein bisschen was, ja, daneben gegangen. Wie ihr schon seht, die erste Modifikation ist jetzt schon zu sehen. Links unten im Bild wird mir die Uhrzeit mit eingeblendet. Das ist recht praktisch, wenn man mal so im Spiel versunken ist und man guckt ja nicht immer auf die Uhr. Da hat man dann immer die Uhrzeit und weiß, oh Mensch, es wird doch langsam mal Zeit, irgendwas zu tun hier. So. Und nun geht's auf ins Game. Ich habe das schon so oft angezockt, bin aber jedes Mal wieder aus Gründen von Zeitmangels beim ersten Drachen dann so hängen geblieben. Und weil ich dann zu lange abwesend war im Spiel, habe ich dann wieder ein bisschen die Lust verloren. Das soll jetzt anders laufen, verfluchte Scheiße, Mann. Und jo, hier befinden wir uns auf der Partykutsche. Auf dem Weg zur Dick-Party. Ja. Wir sind geladene Partygäste. Der Anfang, der nervt mich schon ein bisschen, da ich den schon so oft erlebt habe, deswegen werde ich auch so ziemlich durchrushen. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Ja. Ihr wolltet die Grenze überqueren. Ja. Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Ja. Genau wie wir. Ja. Und wie dieser Dieb da drüben. Was bist du, Dieb? Früher hätten wir dir die Hände abgehackt. Heute Rollschalterkopf. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätten sie euch auch nicht gefunden. Ihr und ich. Wie ihr vielleicht ein bisschen raushört, bin ich immer noch ein wenig erkältet. Die Nase ist noch ein bisschen dicht. Das Kaiserreich leer ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern. Wer ist hier die Schwester? Wer ist die Schwester? Ruhe da hinten! Als Maul da vorne! Das stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Das ist Ulfric und Sturmmantel, Alter. Sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Ja. Der Jarl von Windhelm? Ja. Ihr seid der Anführer. Oh, da gibt's lauter Sachen zu pflücken. Siedlerblumen und Schneebären und so. Und ich hock hier an dieser Dreckskutsche fest. Bringen Sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Doch. Das kann einfach nicht wahr sein. Ey, die war shoppen. Nee, die hat euch was verkauft, weil der Korb ist leer. Ach, der Kerl darf alles hinher schleppen. Pferdedieb. Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nords seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Nun erschlossen sich die Tore. Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen. Der coole... Ey, guck mal, der füßelt mit Ulfric. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Ich weiß ja nicht, wo du den Tullius siehst. Es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helge. Na, ihr macht ja auch mit bei der Party. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbären mitbraut. Komisch. Wenn er eine Braut, dann auf jeden Fall nicht mehr lang. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Achtet mal auf den Typen mit dem Pferd da hinten jetzt. So. Ja, das Pferd, alle wackeln noch, wo wir schon stehen. Ja, bleib halt endlich stehen. Hallo?
Bug? Es wird sich doch jetzt wohl nicht aufhängen. Hallo? Ja, wie wird es denn jetzt hier? Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme und hoffe, dass ich das hier irgendwie wieder auf die Reihe kriege. So Leute, jetzt sind wir wieder mittendrin. Aber, ja, wie ihr schon seht, irgendwas ist da immer noch nicht ganz richtig. Tita läuft ohne Rüstung rum. Ich habe mal einen anderen Speicherstand geladen. Und mal schauen, wie es weitergeht. Wieso läuft die ohne Klamotten rum? Verflucht. Oh, ist der geflogen? Habt ihr das gesehen? Wartet. Ihr da. Ich ja. Ich komm. Alter, warum läuft die ohne Klamotten rum? So. Okay. Gut. Jetzt kommt die Sache mit den Rassen. Ihr seht schon, hier ist einiges, vieles vorhanden. Davon mehr oder minder auch einiges doppelt. Wir schauen uns mal von oben nach unten die interessantesten an. So. Den Waldelfen. Kennen wir alle schon. Gröber-Ork. Oh. Wow. Wow. Der ist ja nice. Alter Schwede. Aber ich möchte ja gerne eine Frau spielen. Die sind immer etwas interessanter anzuschauen. Also schalten wir das Geschlecht um. Warten, bis er fertig geladen hat. Und da haben wir die Frau. So, gehen wir wieder zur Rassenauswahl. Lichtelf. Ja, der ist auch nicht ganz normal, ne? Aber schaut nice aus, oder? So mit diese, naja, Sommersprossen. Dann der Schattenelf. Hm? Himmelself. Sonnenelf. Afflicted, ja, wie auch immer. Schaut aber auch recht interessant aus. 75%ige Chance, Gift zu widerstehen. Jetzt kommt einer meiner Favoriten. Selbst noch nie damit gespielt, aber Angel. Aber hallo! Ich habe den mal ausgetestet und ich habe auch das Gefühl, damit kann man nicht so richtig tauchen. Das sind, glaube ich, die Flügel im Weg. Argonien, ich denke, das ist klar. Oder? Argonien. Age Accept. Wieso steht die hier in Unterwäsche da und nicht in der Kleidung, die wir jetzt eigentlich anhaben? Aber es schaut toll aus, ne? Argonium Vampire? Ja, ist halt irgendwie ein Vampir. Irgendwie kann man da durchs Maul durchgucken, keine Ahnung. Dann nochmal ein Argonium Vampire. Ist ein bisschen heller. Dann einer der besten, die es noch gibt, Ashin. Die sind sehr gut modelliert. Man sieht, das sind unterschiedliche Mods vom Gesicht und vom Körper. Ja, sieht man hier leider die Trennlinie, aber in-game fällt das meistens nicht auf. Bretone ist klar. Bretone Vampire, ja okay. Bretone Yakuza. Seht ihr schon? Voll zugehackt, die gute Frau. Finde ich auch recht interessant. Cherry Race. Ja, sieht nicht viel anders aus. Ach ne, hier. Have fun. Warum schreibt er da hin? Have fun und ein kleines Augenzwinkern. Ich meine, wir können während des Let's Plays zwischendurch einfach mal die Rassen wechseln und mal durchgucken. Dagi Rat ist auch eine sehr schöne Rasse. Oder? Sehr schön gestaltet. Gefällt mir gut. Doch. Dunkelelf. Ja, ist halt praktisch einfach ein zweites Mal mit drin. Dark Elf Vampire. Kennen wir alle schon. Dark Elf Yakuza. Ebenfalls so zugehackt. Dark Seducer. Ja. Ein bisschen lila, ne? Darker Ghostwood Elf. Naja, Demon ist das Gegenstück zum Angel. Schaut auch recht interessant aus. Ich meine, das Gesicht ist zwar jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber das kann man sich ja noch zurechtschneidern. Auf jeden Fall schön mit die Schwingen. Finde ich recht interessant. DG. Da kommen die ganzen DG-Dinger. Das ist aber nichts anderes als die normalen. Ich weiß nicht, wo da jetzt der Unterschied ist. Was haben wir hier? Dovagonien. Ja, das ist zum Beispiel das Ding, da gehört normalerweise ein ganz anderer Kopf drauf, aber irgendwie beißen sich die Modifikationen dagegen, seit ich ein bisschen... Ein Drag? Ja, das ist dann auch bloß hier so ein Argonien-Verschnitt.
Thrakian. Oh, das schaut nice aus, oder? Das schaut richtig nice aus. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Argonia und Khajiit. Dann haben wir das Ganze noch mit einmal Hörner A. Nice. Und mit Hörner B. Hat so ein bisschen Lucifer-Style. Dann Dremora. Ganz schön dunkel geraten. Und auch hier sieht man wieder deutlich den Unterschied zwischen Face und Body. No race description for Dremora. Na sowas. Drow? Ja, da ist irgendwas gründlich schiefgelaufen. Die hat definitiv nicht den dazugehörigen Body. Aber wie gesagt, sieht man ja in-game, wenn man irgendeine Rüstung oder sowas anhat, meistens dann eh nicht. Vorausgesetzt, man hat irgendwas Langes an. Dweller. Ja. Dwemer. Alles klar. Elder Race. Die Old-Schabracke, du. Dann haben wir hier wieder Elder Race Vampire. Das ist das gleiche praktisch. Phycrodovagonien. Ja, da gehört auch wieder ein anderer Kopf drauf. Eigentlich sollte das so eine Art Drachenverschnitt sein. Forsaken. Schaut auch ein bisschen komisch aus. Und der Körper passt auch nicht. Ghost Agonien. Ja. Jetzt kommen die ganzen Ghost-Sachen. Das ist alles irgendwie wieder das gleiche. Wir schalten einfach mal durch. Ghost. Golden Saint. Ja, wird auch so eine Art Elfenverschnitt sein. Dann Hochelf. Irgendjemand hat es halt mit implementiert. Wir werden später sehen, wird es auch noch auf Deutsch geben. High Elf Vampire, ja, kennen wir alles schon. High Elf Yakuza, auch wieder zugehakt. Liss Dovagonien. Ja, wieder falscher Kopf, leider. Imperial Vampire. Ja, soll halt ein Vampir sein. Imperial Yakuza, wieder zugehakt. Kaiserlicher, oh, einer der Standardrassen. Haben wir endlich mal einen. Da haben wir sie und da passt alles hervorragend. Nee, wohl Gesicht und Körper hat auch eine kleine Naht, weil die Gesichter, die sind auch durch einen Mod etwas verschönt. Die sind nicht mehr so kantig, nicht mehr so eckig. Kalin. Ja, das ist auch irgendwie so eine Teufelsrasse oder sowas in der Art. Bin mir sicher, dass man da auch noch die Farben verstellen kann. Können wir gleich mal schauen. Körper, Geschlecht, Vorgaben. Ah ja, sehen wir schon. Also da gibt es doch einige krasse Unterschiede. Finde ich irgendwie auch dann doch schon ein bisschen nice, ne? Irgendwie hat das was. Hautfarbe. Ja, hier kann man dann halt nochmal durchswitchen ordentlich. Gibt es sämtliche Hautfarben. Nice. Finde ich lustig. Doch finde ich recht interessant. Wem es gefällt? Ich habe mir aber schon so ein bisschen Kalin No-Tail. Alles klar. Ach, das hatte jetzt sogar einen Schwanz gehabt. Habe ich das richtig gesehen? Aber man kann ja nicht den ganzen Körper drehen, sodass ich den Schwanz jetzt mal sehen könnte. Verfluchte Scheiße, Mensch. Okay, also kein Schwanz, kurzer Schwanz. Und hier haben wir die Standard-Khajiit. Da hat mir das auch von oben ein bisschen besser gefallen. Wo ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, wie die hießen. Khajiit Vampire. Oh, die haben sogar Zähne. Ganz schön große, wohlgemerkt. Gefällt mir nicht so ganz. Labrün. Ja, das ist wieder einer, der ein bisschen normal aussieht. Einer meiner absoluten Favoriten. Und ich hoffe, dass sie jetzt nicht nackt dasteht. Nein, tut sie nicht. Denn diese hübschen Mädels gibt es auch völlig nackt. Ja, das ist einer meiner liebsten Favoriten eigentlich. Sehen so toll aus. Da passt Kopf mit Body zusammen. Ich denke, das ist direkt sogar eine dieselbe Mod von Kopf und Körper her. Bin mir nicht sicher. Ich werde wahrscheinlich auch die nehmen. Lucane. Ich denke, ist selbsterklärend. Mannequin. Ah, hier, Holzmenschen. Auch recht lustig. Da bin ich mal neugierig, wie es da aussieht mit Körper und Hautfarbe und so. Ja, da ändert sich einfach bloß die Helligkeit des Holzes. Vorgaben, was haben wir da noch Schönes? Zu Voreinstellungen wechseln und... Ja, machen wir halt mal. Was passiert da jetzt? Ah ja. Ja, okay, ich meine... war jetzt nicht so der große Riss, aber... Mondschattenelf. Die schauen auch eigentlich recht nice aus. Gefällt mir auch recht gut. Dann haben wir einen Morg. Es sieht eigentlich saugeil aus, muss ich mal sagen. Ja, Vorgaben. Wir gehen mal in die Hautfarbe rein. Ja, die Zeichnungen bleiben gleich. Es ist einfach bloß die Helligkeit der Haut, die sich ändert. Aber es schaut eigentlich echt geil aus. Nazgul. Nun ja, Nazgul ist irgendwie von Herr der Ringe übernommen worden.
Laut Mod hat es da eigentlich noch einen Umhang gehabt, aber ich glaube, den muss man sich erst später. Vorgaben gibt es ja keine, weil das ist die einzigste. Wird man sich wahrscheinlich später noch einen Vorhang, Umhang besorgen müssen. Nord kennt ja wohl jeder, der Skyrim kennt, ne? Nord Vampire, Nord Yakuza schauen wir uns noch an. So, Orc Vampire, naja. Okay. Orc Yakuza ist vielleicht mal noch sehenswert. Tätowierungen und so. Ne, dreh dich mal, Schätzchen. So, dann haben wir hier Orc Normal. Redguard Vampire. Redguard Vampire nochmal. Redguard Yakuza. Rotwadon. Standard. Sandmeer. Sandmeer ist auch eine sehr hübsch anzuschauende Rasse. Gefällt mir eigentlich auch sehr. Sehr gut gelungen. Äußerst gut gelungen. Den Schnitt zwischen Kopf und Körper sieht man auch nicht allzu sehr. Hautfarbe. Gibt es nicht allzu viel. Aber ich finde, die sehen echt gut aus. Sandmeer. Shapeshifter. Transformation. Ortaf can only get out of transformation but waiting 5 hours. Ach so, alle 5 Stunden können die Rasse wechseln irgendwie, wenn ich das richtig verstehe. Alles klar. Succubus? Oder Succubus? Keine Ahnung. Auch sehr hübsch gelungen, also allein die Frisur, die mir da hier standardmäßig geliefert wird und Tätowierung. Schauen wir mal. Vorgaben. Alter Schwede, doch, das macht schon einiges her. Die schauen echt nicht schlecht aus. Wie sieht es aus bei männlich? Ja, männlich ist dann wohl ziemlich normal, ne? Bleiben also bei weiblich. Irgendwie sind die Mods alle bloß auf die weiblichen ausgelegt. Hopp, komm, umswitchen. Also, gefällt mir übel gut eigentlich. Ne, lila nicht. Ah, ist auch eine Überlegung wert. Succubus. Valkyrie. Valkyrien haben die ein... Oh. Also die schauen ja jetzt auch mal nicht schlecht aus, die Valkyrien. Vorgaben. Alle mit so gräulichen Haaren. Es gibt nicht allzu viele Vorgaben, aber das werden wir uns eh noch per Hand zuschneiden. Und ich sehe schon, allein die Charaktererstellung dauert wieder ewig lang. Och Gott, du hast auch eine Mattscheibe. Vulduvagan, bla. Ja, da gehört wieder irgendwie ein anderer Kopf dazu. Oder ein anderer Körper, ich weiß nicht. Waldelf, oh, Standardrasse, na hervorragend. Sowas gibt es auch noch. Werwolf, Argonien. Ja, hat wohl was mit den Fähigkeiten letzten Endes zu tun. Die Werwolf-Dinger, die schalten wir jetzt mal alle fix durch. Und da sind wir auch schon eigentlich durch. Jo, jetzt stellt sich die Frage, was nehmen wir? Ich fand ja eigentlich, Valkyrie fand ich nicht schlecht. Succubus fand ich auch nicht schlecht. Oder natürlich... Ach, Mensch, jetzt kann ich mich natürlich wieder nicht entscheiden. Die Lunari. Wo waren sie denn? Nazgul, Nord, Lykan. Hier haben wir die Lunari. Komm, switch um. Eigentlich... Verdammt, ich kann mich nicht entscheiden. Aber ich glaube, ich nehme doch eine von den beiden hier unten. Succubus oder Valkyrie. Valkyrie. Ich meine, die müssen ja hübsch sein, ne? Die müssen ja verführen können. Dazu sind ja die Valkyren da. Ja, ich denke, ich nehme die Valkyrie, genau. Körper. Geschlecht haben wir, Vorgaben, Hautfarbe... ja, Hautfarbe lassen wir ruhig ein bisschen heller. Das ist nicht so wild. Gewicht. Ja komm, du sollst ja kein allzu derber Hungerhaken sein. Kopf. Jetzt fangen wir mal an. Gesichtsfarbe. Können wir nicht ändern. Bleibt so. Schmutz. Nee, die soll nicht schmutzig sein. Schmutzfarben. Ja, da wir keinen Schmutz haben, brauchen wir auch keine Schmutzfarben. Narben brauchen wir nicht. Kriegsbemalungen. Auch bei den Kriegsbemalungen werdet ihr schon sehen, die sind etwas detaillierter als beim Vanilla Skyrim. Na?
Aber nee, damit möchte ich dich nicht verschandeln. Gesicht, ja, weiter. Nasenart. Ja, die sah eigentlich schon nicht schlecht aus. Ach komm, nehmen wir die gleich. Nasenhöhe, Nasenlänge, Kieferbreite. Nö, brauchen wir alles nicht. Augen, jetzt wird es allerdings auch wieder interessant. Augenform, wie viel haben wir da? Geht, sind nicht allzu viele. Die sehen gut aus. Jetzt wird es interessant. Augenfarbe. Da haben wir wieder ewig viel. Okay, das ist irgendeine Augenfarbe, die jetzt sich nicht ganz so gut mit dem Kopf verträgt, scheinbar. So. Gelb, weiß, grün. Aber da hatte ich auch mal mehr gehabt. Da hatte ich auch mal mehr. Wo sind jetzt die ganzen Augen hin? Da hat sich wohl irgendeine Mod wieder überschrieben. Ja, ich denke, die gute Frau behält die schönen blauen Augen. Augenhöhe, Augentiefe, Lidstrichfarbe. Ja, nee, die soll mal schön natura bleiben. Die Augenbrauen lassen wir so. Mund gucken mal, ob man da vielleicht noch ein bisschen was... Braunart? Ich wollte eigentlich gar keine Braunart machen. So. Mund. So, Mundform. Ein bisschen was Schmaleres wäre vielleicht ganz nett. Ja, das schaut auch nicht ganz schlecht aus. Ja, nehmen wir so, oder? Ja, doch. So, Lippenfarbe. Nicht Kiefervorstand, Lippenfarbe. Oh, Feuerrot. So, aller Verführerin. Ja, doch, machen wir. Aber der Mund sieht trotzdem ein bisschen komisch aus, eigentlich. Aber wurscht, lassen wir jetzt. Haare. Haare. Ich habe die Haare schön. Jetzt wird's interessant. Denn auch das sind jede Menge im Angebot. So, ja, ich würde sagen, das sind Skyrim Standardhaare irgendwie, ne? Sieht recht kacke aus, wenn man sich jetzt andere Sachen angewöhnt hat. Ei, jetzt wird schon interessanter. Ja, das schaut doch eigentlich. Ja. Ich weiß nicht, ob ich frage, lange Haare, kurze Haare, ja. Ja, das sind ganz schön lange Haare. Aber ich favorisiere doch eher die kurzen Haare. Schaut nicht schlecht. Oh, obwohl das auch nicht ganz so verkehrt aussieht. Kommt eigentlich auch gut. Mannequin. Ne, das ist so angeklatscht. Nö. Nö. Ne, so rast das nicht. Danke. Wo ist denn meine Favorite-Frisur hin? Gibt sie nicht mehr? Doch, da. Die finde ich nicht schlecht eigentlich. Da haben wir die nochmal, kurioserweise. Ja doch, ich denke, ich nehme die da. Die sieht nicht ganz schlecht aus. Die bekriegt sich dann auch nicht so mit den Klamotten und der Rüstung, wenn sie da reinhängt. Man sieht zwar nicht mehr allzu viel von den Augen, aber das sehen wir im Spielverlauf dann eh nicht mehr. Haarfarbe, was haben wir denn da alles Schönes? Ne, alles so ein bisschen Standard. Ja, ich denke, wir bleiben da bei so einer schönen, hellen, knalligen Farbe. So, lassen wir das, oder? Ja, doch, so machen wir das. Okay, machen wir fertig. Oh Mann, so viel Zeit schon verplempert. Wir geben einen Namen ein. Ja, okay, es ist zwar Fiber, aber wir nennen es mal trotzdem das Midnight. So. Wunderschön. Annehmen. Weiter geht's. Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergiss die Liste. Du hast deine Klamotten vergessen. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Oh, der steht im Boden da hinten drinne. Jo, ich folge deinem Arsch, Hauptmann. Und jetzt wird auch hier gleich der eine nächste Mod zum Tragen kommen. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Nimm den Schwanz aus dem Maul. Ihr habt diesen Alter, es irritiert mich, dass die bloß in Unterwäsche da rumrennt.
Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Jo, weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen. Das irritiert mich so, das passt überhaupt nicht ins Bild, Mann. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Jetzt werdet gleich die volle Pracht einer weiteren Mod erleben. Dann, wenn der Kopf rollt. Haha. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Da hat was ganz anderes auf dich herabgelächelt. Oh, tschüss. Oh. Kaiserlichen Dreckskerle. Relativ blutig. Gerechtigkeit. Lebt er noch? Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Also muss das sein. Ich meine, wenn der Kopf abfliegt, dann saftet er nun mal ganz schön was raus. Ich sehe nichts. Lasst uns weitermachen. Ich bin dran. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Komm, solange der Block noch warm ist. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Jo, ich komme. Ach, noch ist er warm. Also beeil dich. Jetzt kriege ich gleich den Fuß ins Kreuz. Aua, da war er schon. Knöck. Boom. Ah, da kommt Baldi. Beifuß, hierher. Hier bin ich. Nee, auf dem Turm. Ein Drache. Wie ist das möglich? Das ist mein Schoßdrache. So. Jo, ich bin unterwegs. Und ich bin auch schon am Rennen. Und zwar renne ich schneller als du, da ich schon weiß. Oh, der ist gerade umgefallen. Hallo? Feuer! Ja, verzieh dich, denn ich will hier raus jetzt. Alle, hopp. Aua, da hat sie Schmerzen gehabt, die kleine Lady. Aber wir haben es eilig, also lauf zu. So, lele. Oh, stopp, da ist der Drache, ich muss wieder umdrehen. Oh, jetzt ist er mal gerannt, der Glatzkopf. Sonst läuft er mal so ganz gemütlich. Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Ach, nah bei mir. Bleibt ihr einfach hinter mir und dann läuft alles in Ordnung. Jetzt möchte ich mal ein bisschen Drachenflügel streicheln. Oh, komm her. Oh, das auch schon. Ja. Hervorragend. Sieht gut aus, der Kollege, oder? Weiter geht's. Mal gucken, uns wird auch wieder verbrannt. Weiter geht's, weiter geht's. Einfach mal über die Leiche getrampelt hier. Ich gehe mal lieber hinter dir rum, wird sicherer sein. So, und da ich mich entschlossen habe, mit den Sturmmänteln mitzugehen. Oder doch mit den Kaiserlichen? Ne, ich denke, das ist Kaiserliche Rude. Ja, das ist, glaube ich, die Kaiserliche Rude. Genau. Also das war jetzt recht schnell hinter eingebracht. Wenn man jetzt wirklich immer hinter dem Typen bleibt, den man da folgen soll, dann dauert das alles so ewig. Aber ich möchte den ersten Part möglichst am Stück machen, bis wir denn in die Freiheit kommen. Und deswegen alles auch ein bisschen zügiger. Ich hoffe, dass es nicht noch mehrere Komplikationen wegen der Modifikationen gibt. So, muss er denn mein Befreier? War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Mach mich frei. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt. Mach mich frei. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Los. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese... Alles schon wieder teils Englisch. Mensch. Die Modifikationen, die können das ganz schön versauen. So. Schauen wir mal ins Inventar. Und auch hier. Ist ein besseres Inventar. Ich schmeiß derweil mal den Mist raus. Das brauche ich nämlich erstmal gar nicht. So. Dann gehen wir mal auf Magie, denn da haben wir auch schon ein bisschen was. Was? Epic Mod? Flammen. Auf zu die Favoriten. Ja, lass mich mal in Ruhe.
Wiederherstellung, Heilung, Favoriten, Kräfte. Okay, ich habe keine Ahnung. On off Eggy Mode give you a poisonous bla bla. Ah, naja, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Was haben wir denn hier noch? Aktive Effekte. Naja, okay, ist erstmal interessant. Zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Auch hier normalerweise bloß diese komischen Fellunterwäsche. Unterwäsche habe ich geändert. Ist Dovahkiin-Unterwäsche. Einer dieser Kisten eine Rüstung findet. So. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. So, wir nehmen nur das Gold. Den Helm will ich nicht. Dankeschön. Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Das Schwert nehme ich mit. Herzlichen Dank. Den Wein, den können wir verkaufen. Hier in die Truhe schauen wir nach. Da haben wir noch eine restliche Rüstung. Dätrische Stiefel. Alter, was ist denn das? Ring of Man. Steigert Magika um 70. Alter! Okay, das war jetzt so eigentlich nicht geplant. Aber ich meine, wenn es schon mal da ist. Oh, hier haben wir den Nazgul Robe. Ah, die können wir eigentlich da lassen. Kaiserliche Stiefel. Ja, die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Okay, dätrische Panzerhandschuhe. Dätrische Stiefel. Ein Eisenschwert nehmen wir noch mit. Diesen Ring nehmen wir definitiv noch mit. Und ja, den Schlüssel. Ihr legt besser diese Rüstung an und schwingt. Ja, so viele Rüstung haben wir jetzt ja nur noch nicht. So. Schaut alles schon wieder recht interessant aus. Aber nun ja. Waffen ab zu die Favoriten. Das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding ist immer noch da draußen. Ausdauer zu niedrig. Ja, ich denke, das werden wir schon überstehen. Oder ich schnapp mir vielleicht doch nochmal lieber die andere Rüstung noch. Stiefel brauchen wir nicht. Ah, die kaiserliche Rüstung, ich denke, die nehmen wir dann doch mal noch mit. Weil ansonsten ist sie ja doch ein bisschen arg nackig. So. Okay, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Na, jetzt sieht es doch gleich viel besser aus. So. Hallo, Ansicht verändern. Kommt, hier so. Entlang. Favoritenmenü. Auch dies sieht bei mir ein bisschen anders aus. Obwohl es ein bisschen verschoben ist. Leider Gottes. Normalerweise sollten hier oben noch ein paar Kategorien stehen. Eisenschwert. Warte mal, Flammen machen wir auf 1. Schwert machen wir auf 2. Heilung machen wir auf 3. So, dann hat man einen besseren Überblick hier so. Wenn, muss man nicht ewig so durchscrollen. Alles klar. Haben wir jetzt alles Wichtige erledigt. Also machen wir hier einen Sausewind, dass wir weiterkommen endlich. Ich erledige das mal für dich. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Habt ihr das gehört? Jo. Lasst mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Und auch hier, das sieht besser aus als bei Vanilla. Den nächsten Gegner. Was war denn das jetzt für ein Wechsel vom Schwert? Ah, gut. So. Ja, weiter. Ich bin ja schon im Vormarsch. Die nächsten Gegner, die machen wir einfach mal ein bisschen mit Schwertblatt. Ah ja, rüttel du nur, ich gehe dabei hier rein. Hallöchen. Hallo. Ich treffe nichts. Das
ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar finden könnt. Die kannst du gut gebrauchen. Zaubertränke willst du haben, sollst du kriegen. Hier haben wir einen. Den Wein nehmen wir mit. Durchsuchen wir den Schränkchen mal noch hier. Da kriegen wir dann auch noch mehr. Gold, Holzschale, Krug. Ach, ich nehme bloß das Gold mit hier. Den Rest brauche ich nicht. Dankeschön. Da haben wir noch ein Zaubertränkchen. Und hier haben wir noch einen Wein. Lässt sich gut verkaufen. Schauen wir hier in das Fass. Nehmen wir alles mit. Dankeschön. Und hier haben wir noch einen auf dem Tisch stehen. Ja, hervorragend. Oh, hier ist aber ganz schön was gespratzt. So, weiter geht's. Komm. Und fertig. Hier entlang. Ja, natürlich. Ich warte nur auf dich. Um wen muss ich mich denn jetzt eigentlich kümmern? Ach, um die Kabel hier, ne? Alter, renn mir doch nicht so im Weg. Bist du denn wahnsinnig? Ein bisschen auf. Genug. Ich ergebe mich. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Mach ruhig. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht. So, nehmen wir uns den Zaubertrank und die Dietriche, damit wir das Schloss aufmachen können. Alle hoppala. Ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Türe auf, wunderbar. Auch da habe ich noch einen Mod auf Lager, wo das alles ein bisschen einfacher gehen würde, aber ja, das würde dann schon eher als Cheaten zählen. So, wir nehmen das Buch, wir nehmen den Zaubertrank und das Gold. Gehen entsprechend nochmal in unser Menü. Ziehen uns jetzt mal geschwind um. Kaiserliche leichte Rüstung. Ah, deswegen habe ich immer noch diese komischen Stiefel und alles an. Naja, ist halt so. Das Buch werden wir lesen. So, haben wir Funken erlernt. Wunderbar. Kommt nicht mit solch einem Unsinn. So, jetzt sehen wir doch gleich wieder ein bisschen schicker aus. Okay, jetzt vertragen sich allerdings die Handschuhe mit den mit der Magierrobe nicht so richtig. Entsprechend werde ich die Handschuhe ausziehen. Schade zwar meinem Rüstungswert, aber es soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Okay, die Hände sehen ein bisschen komisch aus, aber wurscht. Los, weiter geht's. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. So, oh. Blutspur? Hier ist doch irgendwas passiert, ne? So, als nächstes dürften ein paar Spy. Ah ne, erst kommen noch ein paar Sturmmäntel. Wo beim Reich des Vergessens sollen wir denn hin? Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Ihr werdet den Ausgang nicht mehr finden. Nur mal zur Information, ich spiele auf der mittleren Schwierigkeitsstufe. Hä, wo kommst du denn her? Schodele, komm, Makika, erhol dich ein bisschen. So, für dich brauche ich mal kurz. So einfach geht das. Bisschen heilen. Ja, bleib zurück. Ich mach mein Zeug selber. Weiter geht's, kommt, ich will hier raus, endlich. Auch die Beleuchtung und alles der Dungeons und so ist durch Modifikation etwas verhübscht worden. Hier haben wir noch ein bisschen was zu holen. Ein kleiner Trank der Heilung und ein Geldbeutel. Kommen wir mal hin jetzt hier. Wir haben nicht ganz Dachzeit. Huch. Weiter, weiter. Noch ein Geldbeutel. Hopp. So, jetzt kommen die kleinen Spinnchen. Oh, da lebt noch eine. Es lebte noch eine. Wunderbar, soll es gewesen sein. Weiter geht's. Nächster Gegner, die Bärin. So, wir nähern uns dem Ausgang. Hallochen. Aua. Grillbär. Ich
ich bin dein Grillbär und ich heile mich. So, Bär durchsuchen. Ich würde sagen, wir nehmen ganz einfach alles mit. So, können wir unsere Waffen einstecken. Die Waffen der Frau. Und gehen Richtung Ausgang. Den wir auch schon dort haben. Jawohl, ja. Ging da alles recht schnell. Wenn man sich immer daran hält, was der Typ zu einem sagt, dann dauert das ewig. Die auch als Bosmer bekannten Waldelfen leben in Valenwald. Das Waldvolk baut seine Städte in gewaltigen, wandernden Bäumen. Ja, super. Schön, toll. Ja, komm, mach zu. Scheiß Ladescreen hier. Meno, meno, meno. So. What? Wartet! WTF. Ich denke, das hängt mit diesem scheiß Nazgul-Mod zusammen. Dass die mir jetzt, ja, das ist eindeutig das Nazgul-Pferd. Wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel. Nazgul Black Horse. Er wird doch sicher helfen. Es ist das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. So. Okay, in Oblivion bin ich ja schon geritten, aber in Skyrim noch nicht. Wow, 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 wow. Ah ja, mit der Maus steuert sich das alles ein bisschen einfacher. Aber ganz ehrlich, es wäre beschiss zu reiten. Deswegen lasse ich es auch einfach. Tut mir leid, mein Pferdchen. Obwohl du eigentlich ganz toll bist. Ich glaube, ich muss den Nazgul-Mod, den muss ich wieder rausnehmen. Aber an dieser Stelle wollte ich ja erstmal diesen Part erstmal unterbrechen. Der Typ, der wartet auf mich. Ja, ich komme ja gleich, ich komme gleich, ich bin gleich da. Und jo, ich hoffe, dass jetzt nicht noch mehr so über Mod-Überraschungen auftreten. Auf jeden Fall werde ich den Nazgul-Mod mal rausnehmen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.